Da kann man von Taktik wohl gar nicht mehr reden. Ja, da gibt es keine Taktik. Man kann nur versuchen, mit aller Kraft irgendwie nach vorne zu kommen und das Beste daraus zu machen. Wie beurteilen Sie die Strecke? Die Strecke ist gut, schwierig, uneben, nicht leicht das Auto einzustellen, aber alles andere normal. Was verlieren Sie vor sich selber, wenn Sie nicht Weltmeister werden? Ja, es gibt sicher wichtigere Dinge im Leben, wie eine Weltmeisterschaft zu erringen. Ich würde mich natürlich nur wahnsinnig ärgern, dass man jetzt ein Jahr lang praktisch auf was hinarbeitet und dann im letzten Rennen alle Probleme auf einmal kriegt und sie nicht ausnutzen kann. Würde das Ihren Entschluss fürs nächste Jahr beeinflussen, wenn Sie nur in Anführungsstrichen Zweiter würden? Na, so einfach, glaube ich, soll man im Leben nicht aufgeben. Das würde meinen Entschluss sicher nicht beeinflussen. Ich wäre halt nur nicht froh über den Ausgang dieser Saison. Sind Sie, was Motoren, Fahrwerk und Betreuung angeht, absolut gleich behandelt worden die ganze Zeit? Ja, ich bin sicher gleich behandelt worden. Es gibt halt nur Probleme, die natürlich sind und auftauchen. Und die Frage ist halt, wo das Glück oder Pech die Probleme mehr hinschiebt. Und im Moment scheint es eben so, dass ich alle Probleme habe. Und ich muss sagen, die letzten zwei Tage gab es nur Probleme. Deswegen hoffe ich, dass morgen im Rennen bei mir mal alles klar geht und vielleicht einmal die Probleme zu meinem Kollegen wandeln. Das Trainingsduell zwischen Prost und Lauda steht damit 14:1. Morgen 70 Runden, 4,3 Kilometer ist der Kurs lang. 80.000 Zuschauer werden für das WM-Finale erwartet. Trainingsschnellster, zum 9. Mal in dieser Saison der Weltmeister des Vorjahres Nelson Piquet auf dem Brabham BMW. Der von ATS entlassene Manfred Winkelhock wieder in einem Formel-1-Wagen. Und dann sogar im Team von Nelson Piquet hier mit der Nummer 2, ein Brabham BMW. Die Chance, von der viele Manfred Fahrer Winkelhock träumen. Manfred Winkelhock, ein Auto, völlig neues Gefühl. Geht's gut? Ja, der macht sehr gut, es kam mir ganz überraschend. Ich habe also vorgestern Abend einen Anruf gekriegt von Brabham Team-Manager. Und er hat mich gefragt, ob ich das Auto fahren kann, das wäre frei, weil dem Theo Fabi sein Vater gestorben ist. Und ich wäre normalerweise sowieso am Freitag runtergeflogen. Ich habe auch gebucht gehabt, habe dann aber noch in der Nacht versucht, ein Flugzeug zu kriegen. Flugzeug zu schauen, war noch nicht einfach. Es hat aber doch noch geklappt. Zwar konnte er nur den zweiten Trainingstag nutzen, aber immerhin Platz 19 für ihn. Moralische Unterstützung für den Trainings- und WM-Zweiten Alain Prost, Stefanie von Monaco in der McLaren-Box. Bereits am Nürburgring war sie Maskottchen. Platz 1 für Prost, nur Platz 4 für Lauda. Das Duell der beiden McLaren-Fahrer dauert morgen auf jeden Fall an. In den letzten 6 Rennen wechselten sie sich mit den Siegen ab. England Lauda, Hockenheim Prost, Österreich Lauda, Holland Prost, Monza Lauda, Nürburgring wieder Prost. Nach dem seltsamen Gesetz der Serie müsste Niki Lauda eigentlich morgen gewinnen und damit auch nach 1975 und 77 seinen dritten Weltmeistertitel.